Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Herzlich willkommen zum Challenge Sunday. Wir starten heute eine neue Challenge und zwar die, die wir uns letztens freigespielt haben. Und zwar die Glass Cannon Challenge. Ich bin sehr gespannt. Wir drücken auf Start und was passiert? Okay, wir haben... Oh, okay. Wir haben Epic Fetus. Und das Book of Belial. Und Loki's Horns. Schießen wir dann ab und zu... Ja, wir schießen ab und zu 4. Okay. Das kann interessant werden. Vorteil ist natürlich, wir haben hier wunderschön genügend Sachen. Genügend Bomben etc. pp. Dass wir alles hier mitnehmen können. Und wir haben halt nur einen einzigen Herzcontainer. Das ist halt... Okay. Unser Ziel ist... Satan. Ist okay. Wir haben erstmal ein halbes Soul Heart. Das ist gut. Hier kann man hier noch... Also wir haben alle Zeit der Welt. Es eilt nicht. Wir haben nicht irgendwie Hasch als Ziel oder so ein Quatsch. Einfach wunderschön hier... Ganz gemütlich durchgehen und auf Satan gehen. So, hier haben wir noch einen Schlüssel. Item Rooms haben wir höchstwahrscheinlich natürlich nicht. Aber wir können vom Rest so viel mitnehmen, wie nur geht. So. Zum Beispiel können wir jetzt nochmal hier aufmachen und dann hier nochmal reingehen und jetzt hier die Kiste öffnen und kriegen eine Bombe. Krass. Okay. Das hat weh. Okay. Gut. Dann gehen wir nochmal hier zu Famine rein. Book of Belial. Keine Ahnung, ob das Damage Boost gibt. Ich hoffe natürlich. Oh ja, es sieht fast so aus. Oh ja, es sieht fast so aus. Und wir kriegen unser erstes Defense-Item. Okay. Aber natürlich haben wir halt nur ein Herz. Das ist halt schlecht. Am liebsten wäre mir jetzt tatsächlich ein HP abgewesen. Aber gut, das Spiel ist kein Wunschkonzert und das wissen wir alle. Was wir natürlich auch alle wissen, ist, dass hier der... mit Ansage, der ist... nice, da ist unser HP ab. Unser Super Secret Room ist... Ich werde es noch nicht nehmen, weil ich gerne hier hinten diesen kleinen, aber feinen Raum noch mitgenommen hätte. Und zwar auch noch hier so und jetzt so, bam. Genau. Death. Hier ein Steinchen noch weg. Schauen wir mal, was hier noch so rauskommt. Es war ein positiver Effekt, aber wir haben nichts gekriegt. Okay. Ich nehme lieber Death mit, dass wir den Raum schnell cleanen können. Das macht in meinen Augen mehr Sinn, als dass wir uns heilen können durch The Sun. So. Damit haben wir schon in der nächsten Ebene hoffentlich zwei Herzcontainer. Wer weiß, es ist eine Challenge. Es kann sein, dass wir jetzt nur ein Soul Heart kriegen. Okay. Alles gut. Wir haben zwei Herzcontainer. Das ist schon mal viel wert. Jetzt bräuchten wir nur noch effektiv ein paar Schlüssel. Oh, das Gute ist an so einer Challenge, man kann sich schön hinter Steinen verstecken, weil Epic Feet ist natürlich so ein bisschen auf Distanz geht. So, ganz minimal. So. Okay. Natürlich machen wir, soweit es geht, hier jeden Stein weg. Ist ja klar. Nicht, dass wir hier ein Retro-Siegblum vergessen, wo wir jetzt schon die Möglichkeit haben, dass wir so viel Zeug wegsprengen. Oh nein, nein, nein. Okay.
Shit. Das war ein Ticken zu weit. Hier habe ich jetzt keine Karte wegen Curse of the Lost. Das ist natürlich auch super. Okay, das hat irgendwie gereicht. Okay. Natürlich machen wir ja trotzdem alles weg. Was haben wir hier? Cracked Dice. Hier viel. Moment. Cracked Dice. You feel cursed. Kinda. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Hatten wir noch nicht. Haben wir, glaube ich, auch erst frisch freigeschalten. Und hier ist der Schlüssel für den Shop. Das gefällt mir. Jetzt habe ich... War der Shop da unten gerade noch? Ich bin mir nämlich nicht sicher. So, hier nochmal kurz. Gucken wegen einem Secret Room. Jawohl. Vielen Dank. Das tut doch tatsächlich gut. So, natürlich wieder ein paar Spinnchen. Wir schauen trotzdem hier nach unten. War der Shop? Nein, hier war der Arcade Room. Irgendwo müsste auch der Shop sein. Okay, warum zur Hölle haben wir Speed abgekickt, weil wir getroffen wurden? Oh. Okay, hier ist auf jeden Fall der Bossraum. Wir suchen den Shop. Wo ist der Shop? Nicht hier. Hier waren wir noch dran. Okay. Huge growth. Become immense. Eher nicht. Denke ich. Oh nein. Das ist mir gerade so viel lieber. Holy. Okay. Wir haben nur ein halbes Herz, das ist nicht so gut. Wir müssten jetzt schon den Shop finden. Also offensichtlich waren wir schon in einem Raum, wo der Shop angrenzt. Nur wo? Hier ist der Arcade Room. Hier auch nicht. Haben wir keinen Shop mehr? Doch, oder? Hier oben. Hier waren wir noch gar nicht. Ich bin nur nach rechts gegangen! Oh Mann! Kacke! Ja, okay. Gut, auf ein neues. Ja, okay, gleich wie... Oh Gott. Ja, das ist eben die Challenge, nicht wahr? Wir töten uns instant. Aller guten Dinge sind bekanntermaßen drei. Ich hätte die nicht mal zurückstoßen können, die Bomben. Das war sauknapp.
Okay. Soweit, so gut. Wir haben noch ein paar Räume zu suchen. Unter anderem den hier. Ja, nee. Der Schlüssel ist ganz wichtig tatsächlich. Das war auch nicht so ganz unwichtig. Zugegeben. Steam Sale. Wir kommen sogar kostenlos in den Shop. Wir müssen ganz kurz gucken. Der Boomerang. Nein. Also wir können hier kostenlos durchwechseln. Und Steam Sale haben wir jetzt. Ah, wir hätten vielleicht ein bisschen länger durchwechseln sollen. Bis irgendwann nochmal Steam Sale auftaucht. Die Charm Flies. Buddy in der Box wäre schon. Das wäre eigentlich schon ganz nice. Aber wir kriegen sowieso keine Münzen mehr hier. Vielleicht kriegen wir irgendwann ein Item, was reduziert ist. Ja, so zum Beispiel. Jetzt hätten wir auch noch zwei Münzen. Ja, will ich aber eigentlich gar nicht. Von daher. Go, go. Zum Boss. Widow. Widow ist mit einem Hit tot. Wenn ich treffe. Gut, das war ein kurzer Prozess. Wir kriegen den Magic Scap HP und Luck ab. Und damit geht's eins runter. Hoffentlich jetzt ohne Curses. Danke. Gut. Balls of Steel, das ist doch eine Pille, die bevorzuge ich doch herzlich gerne. So. Gut. Dann haben wir direkt hier erstmal den Secret Room gefunden, den Super Secret Room sogar. Und den Bossraum. Okay, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ah, nee. Ich hab drüber gelaufen. So. Dann haben wir noch 1, 2, 3 Black Hearts. Das ist super. So gefällt mir unsere Lebenssituation viel besser als vorher. Oh Gott. Oh. Ja, und da kann... Das ist so schwer auszuweichen. Gut, dann gehen wir hier auf jeden Fall rein. Wir haben ja Steam Sale, von daher ist sowieso alles billig, billig, billig. Und wir kriegen ein random Item. Und zwar den Sharp Plug. Charge with Plug, Blood. Das ist ganz okay, aber irgendwie nicht so sinnvoll. Schade. Und den Schlüssel kriegen wir selber auch. Hoffe ich. Chaos Card. Stadtlabbers. Ja, die Chaos Card, wie wir jetzt wissen, können wir werfen. Und ich vermute, dass es alles irgendwie ziemlich hart tötet. Das gleich mal ausprobieren bei Pin. Oh, das war sehr schnell. Ach nee. Au, oh, lol. Haben wir ein Glied von Pin weggehauen? Ist der jetzt kürzer? Au. Ich glaube, Pin ist kürzer. Wir kriegen erstmal Squeezy. Ich würde die gerne wieder mitnehmen. Und... Death's List. Das Ghost Baby. Weiß ich nicht.
eher nicht unbedingt. Weil wir sowieso zielen müssen und nicht die ganze Zeit feuern. Und die eine Träne alle paar Milliarden Jahren ist jetzt nicht so unbedingt vonnöten. Hier ist er. Ein paar Bomben, aber viele, viele Pilze. Viele, viele Pilze. In der Hoffnung, dass hier so ein bisschen... Okay. Erstmal eine Liberty Cap. Dann X-Lax. Dann Power Pill. Und Bad Trip, die uns nichts ausgemacht hat wegen der Power Pill. Das ist ganz gut. Gut. Wir könnten aber, da der Secret Room hier daneben ist, doch eigentlich hier rein, oder? Kostenlos. Wow. Okay. Das mit Death's List hat ja jetzt super funktioniert. The Emperor. Können wir tatsächlich eher mitnehmen, dass wir, falls wir dann irgendwann mal die Karte mit bis zum Ski-All durchschleppen, falls wir dann bis zu Satan kommen, einfach instant, ohne vorher noch Räume clean zu müssen. Kann helfen. So, jetzt gehen wir erstmal einen runter. Hat ja schon lange genug gedauert. Ebene 3. Caves 1. Quest of the Unknown. Wir wissen... Ach, wir wissen unser Leben nicht. Okay, das ist gerade noch okay. Wir gehen natürlich zuerst nach oben. Und können hier ganz gemütlich Death's List vollführen und kriegen ein kleines Bonus-Item. Was auch immer wir gerade gekriegt haben. Luck up. So. Jetzt erstmal den Kollegen. Den Kollegen. Und jetzt den Kollegen. Okay. So. Soweit, so gut. Okay, es ist vielleicht teilweise nicht immer möglich, dass wir das List vollführen. Aber es ist halt ein kleines Bonus obendrauf. Wenn wir es können, wenn wir die Zeit dazu haben und nicht in Bedrängnis stecken, dann können wir sowas machen. Hier zum Beispiel ist es nicht möglich. Okay. Zwei Bümpchen. Und hier ist ein sogenannter Shop. Das sind wirklich Items, die ich gerne beide hätte. Beziehungsweise eigentlich vorerst mal nur den Backpack, den Schoolbag. Einen Schlüssel kriegen wir wieder. Auch nicht unwichtig. Wow, toll. Super, vielen Dank. Ich hasse solche Räume. Jetzt geh halt kaputt. Hallo. So viele schöne Münzen da drüben. Das ist nicht gut. Das war besser, okay. Gut. Aber... Hier ist doch was im Busch da unten. Ich wollte gerade sagen. Wow. Toll. Klasse. Super. Ah, die ganzen Münzen. Wir müssten da eigentlich rankommen. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas Feines?
Ja, zwei Münzen, oh Gott. Dann haben wir noch einen Schlüssel hierfür. Den Bombback brauchen wir halt einfach überhaupt nicht zwingend. Ah, sehr schön. Okay, wir können uns den Schoolbag leisten. Zack. Und damit können wir ein zweites aktives Item mitschleppen. Neben dem Book of Belial. Und jederzeit mit Steuerung austauschen. Okay. Lieber Chat. Das war's. Wir kriegen Little Chat, leider. Hätte gern was anderes und leider auch kein Teufelsraum. Wir haben ein Secret Room noch nicht vergessen. Wir haben alles. Wir gehen einen runter. Weil ich keine Ahnung habe, wie unser Herzenstand gerade ist. Ich habe nicht wirklich mitgezählt. Ne? Okay, wir hätten locker in den Curse Room gehen können. So, hier schon mal den Stein rüber geschossen. Das war ganz wichtig. Weil da würde ich halt schon gerne rankommen, da drüben. An die vielen, vielen Münzen und den ganzen anderen Shit. Und dann vor allem an die Pille mit 48-Hour-Energy. Was nicht so nützlich ist. Leider. In unserem Fall zumindest. Das war auch sehr schlau, okay. Da kam ich einen Ticken zu hoch mit meinem Luftschlag hier. So, hier zum Beispiel haben wir da alle Zeit der Welt. Hier spawnen keine neuen Gegner, dass wir locker uns ein extra Item erspielen können. Hier ist schwierig, weil die halt alle explodieren. Aber wir kriegen eine Lackabhülle und das ist schon mal ganz okay. So. Herzen hätte ich sowieso keine gespendet. Von daher kann man das schon mal machen. Und ich würde sehr lieben, wirklich lieben gerne den Shop. Au. Ach, kacke. Den Shop finden. Okay. Das war gut. Damit kriegen wir was auch immer. Wir haben gerade wieder irgendwas gekriegt und ich weiß nicht was. Vielleicht ein Stat-Up oder irgendwie sowas. Das wäre tatsächlich ganz cool. So 0,05% oder irgendwie so ein Quatsch. Oh. Fast reingelaufen. Ja. Okay, das war mir jetzt vollkommen egal. Hauptsächlich nicht getroffen werden. Hat ja auch super funktioniert. Mann. Okay. Hier ist der Bossraum. Immerhin. So, nur wo ist jetzt der Shop? Da unten ist der Shop. Wir können uns nämlich tatsächlich viele, viele coole Sachen leisten. So, ein Herzchen von Little Chat. Great! Toll! Super! Vielen Dank, mein bester Freund, ey. Unfassbar.
Bad Trip. Sicher nicht. So, Freunde. Jetzt muss ich eine ganz kurze Pause, eine ganz kurze Unterbrechung. Ich bin in wenigen Sekunden wieder für euch da. So, sorry für den kurzen Cut. Es geht natürlich weiter. Hier haben wir noch einen Raum, den wir noch mitnehmen können. Mitnehmen wollen. So. Ja, jetzt können wir eigentlich effektiv noch den Secret Room suchen. Für ein paar mehr Münzen für die nächsten Shops. Okay. Ich denke, das war's dann. Den Super Secret Room, der müsste dann wahrscheinlich eher hier unten sein. Ja. Oh, Pillen. Balls of Steel! Balls of Steel! Balls of Steel! Pupil? Are you a wizard? Ist nicht. Macht keinen Unterschied, sehr gut. Ja, dann bleiben wir beim Emperor und haben erstmal 4 Soulhearts mehr gekriegt. Das ist ganz gut. Und damit gehen wir zum Boss: Dark One. Erstmal das Book of Belial, in der Hoffnung, dass es einen Unterschied macht. Und erstmal von die Stacheln reinlaufen. Auch die beste Idee, die ich heute hatte. So. Kurzer Prozess. Wir kriegen den Magic 8 Ball Shot Speed Up. Und dazu eine Karte. Temperance. Nein, danke. Und wir haben wieder keinen Teufelsraum gekriegt. Das heißt, wir haben alles auf der Ebene erreicht und gehen natürlich einen runter. Necropolis 1. Curse of the Maze. Das gefällt mir doch schon mal wunderbar. Okay, wir haben 40 Münzen. Wo ist der Shop? Wir haben sogar noch einen Skeleton Key. Das ist saugut. Wow. Seit wann gehen die so schnell hoch? Ich wollte ihn ruhig wegschieben jetzt. Mann. Das kriegen wir hin. Curse of the Maze. Okay. Dann halt nicht, nur weil wir eine Maske getroffen haben, ey. Okay. Noch mehr Münzen. Wo ist der? Ich würde wirklich, wirklich, wirklich sehr gerne den... Au. Oh, okay, das war sehr dumm. Aber dafür haben wir trotzdem das hier hingekriegt. Hier ist der Shop. Und wir kriegen den zweiten Skeleton Key. Ja, ist okay. Broken Watch, auf jeden Fall. Die Ladder, auf jeden Fall. Und dann können wir uns leider keine Items mehr kaufen, weil hier nichts drin ist und keine Reroll-Maschine da ist. Das ist so schade. Wir könnten uns trotzdem zumindest den Schlüssel gönnen. Und die Karte. Judgment! Okay, wir können doch noch Geld ausgeben. Da sage ich nicht nein.
Und nochmal HP ab. Und wir haben effektiv 12 Münzen mehr als vorher. Das ist gut. Okay. Und die Broken... Oh, die Broken Stopwatch tut so gut. Es ist herrlich. Oh, der Small Rock. Perfekt. Hier könnte doch auch ein kleiner, aber feiner Secret Room sein. Nein, natürlich nicht. Gut. Also, hier haben wir den Bossraum. Den lassen wir mal Bossraum sein. Ja, vielen Dank, Curse of the Maze. Das hat mir sehr geholfen, tatsächlich. Really? Really? Die Pille, die wir doch... Naja. Judgment. Ja. Doch schon, wir haben so viele Herzen rum hier rumfliegen. Können wir die Pille dran? Ne, die klebt da ganz links außen. Na toll, super. Wir haben so viele Herzen rumfliegen. Wir können den auf jeden Fall füttern. Vielleicht kriegen wir ein cooles Devil-Item. Ich meine, hallo? Sowas wie Missing Page 2. Okay. War kostenlos effektiv. Also, ich beschwere mich nicht. Genau, da wollte ich hin. Vielen Dank. Okay, da wollte ich nicht hin, da wollte ich nicht hin. Ah, Mann, geh weg. Oh nein, da ist eine Spinne bei uns. Oh Gott. Die lebt immer noch. Two of diamonds. 88 Münzen werden wir nicht mehr ausgeben in diesem Run. Alles ist gut. So, irgendwo müsste noch unsere Emperor-Karte rumfliegen. Zweimal Ultra Pride. What? Okay, es geht schnell, aber holy. So, 91 Münzen. Schauen wir ganz kurz hier nach oben. Hier liegt sie nämlich. Ja. 91 Münzen und haben keinen Shop, in dem wir Geld ausgeben können. Ich würde mir sehr einen Shop mit Restock wünschen. Das wäre super. Okay. Natürlich kam jetzt Curse of the Maze. Ich habe es schon gedacht. Brownie! Das war Bronze. Oh, wir kriegen Speed and Damage ab. Und ein sehr wichtiges Item. Flug. Ich meine, der Kollege wäre auch nicht schlecht. Weil das wäre, der wäre wirklich nicht schlecht. Ah, schade, der Raum bleibt nicht offen. Aber okay. Wir können jetzt fliegen, haben zwar nur noch 3 Soul Hearts, das ist mir bewusst, aber wir können fliegen. Das hilft uns teilweise sehr viel weiter. Hier zum Beispiel. 48 Hour Energy. Ich wollte den Schlüssel nicht ausgeben, es war Panik. Okay, egal, 95 Münzen, wir müssen nur den Shop finden und alles ist gut. Moment, was ist das hier gewesen? Are you Wizard? Wir brauchen sowieso nicht die Pille, sondern unsere Karte wieder. The Emperor.
So, jetzt haben wir offiziell 99 Münzen. Sehr gut. Was haben wir? The Magician. Toll. Super. Grandios. So, hier noch zwei Schlüssel. Und dann schön hier gemütlich auf Distanz. Gar nicht irgendwie in die Nähe kommen und ein Risiko eingehen. Das war keine Absicht. So. Gluttony. Mit einem HP ab für uns. Das ist sehr, sehr nett. Wieso sammle ich die Münzen auf? Mann. Wo ist denn der Shop? Ich will endlich in den Shop. Ich will wissen, dass wir nicht Super Greed haben. Oh, okay. Natürlich trifft uns der. Ich dachte, ich bin hier kurz safe. Aber wohl nicht. So. So, jetzt mal allen Ernstes. Wo ist denn jetzt dieser verkackte Shop? Vorteil, ich sehe euch. So. Wir haben viele, viele Runen. Was haben wir denn hier so? Hagalas. Yera. Ansys. Okay. Noch eine Ansys. Eine Passage. Ey, was? Natürlich droppen wir die. Okay. Hagalas. Yera. Yera wäre schon stark. Aber eigentlich brauchen wir in dem Challenge schon nicht wirklich. Nicht unbedingt. Es ist keine, Resistance-Pille dabei. Das heißt, für mich. Wow, 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 wow. Okay. Ich bin gerade an so einem Spinnenspawner hängen geblieben. Die machen offensichtlich keinen Kontaktschaden. Ich hab doch... Hallo, hier! Danke. Wow. Okay, wir haben sehr viele Münzen. Und wir wollen auf jeden Fall natürlich noch in den Shop kommen. Warum tue ich das? So. Okay. Wir haben leider keine Reroll Machine. Aber die 9 Balls und die Jumper Cables. Und eine Joker-Karte. Das ist nice. Und das können wir noch mitnehmen. Und das können wir noch mitnehmen. Und die können wir noch mitnehmen. Und ja, dann würde ich doch die Joker-Karte behalten, oder? Ach, wisst ihr was? Wir gehen jetzt rein. Krampus, super, toll. Krampus-Head. Können wir mitnehmen. Und jetzt jederzeit hier switchen. Mega nice. Okay. Dann nehmen wir die Emperor-Karte wieder mit. Und ich meine, weil wir es können. Oh oh. Okay. Weil wir es können, holen wir uns noch 99 Münzen wieder. Zack. Und den Raum nehmen wir auch noch mit. Weil hier eine coole Kiste ist mit Geld drin. Toll. Super. Haben wir jetzt alles gefunden? Wir haben alles gefunden. Wir brauchen hier
nichts mehr. Nein. Außer vielleicht keinen Schaden erleiden. Aber naja. Ihr wisst ja, wie das läuft. Gut. Isaac, erstmal Book of Belial. Und dann können wir hier in der Theorie den hier droppen und dann. Ist der Luftschlag viel zu langsam. Alter! Gott, war das jetzt anstrengend. Wow. Okay, soviel zu unseren ganzen Soul Hearts. Super, schön, wirklich schön. Wir müssen noch zwei Ebenen überstehen hier. Das wird jetzt sehr, sehr anstrengend. Ein Hoch auf Steine, auf denen man sich verstecken kann, wenn man fliegen kann. Oh nein, weder noch eigentlich. Hier geben wir auf jeden Fall Geld aus. Wow. Dein Kackernst? Gib mir noch was Cooles jetzt. Sei nicht so gierig. Danke. Genau das wollte ich haben. So. Strength haben wir auch noch gekriegt. Und eine Two of Diamonds Karte. Weil wir die auch sicher brauchen. So. Mit nichts zufrieden, der Kerl. Jetzt muss ich hier oben noch rumfliegen. Da ist nochmal einmal drin dabei. Strength. Das war kostenlos. Und wir kriegen dafür Synthoil, Damage and Range Up. Damage Up ist immer gut. Ich hoffe, dass es halt für den Luftschlag zählt. Das werden wir früh genug rausfinden. So. Jetzt will ich doch gerne irgendwann mal wissen, in welche Richtung der Bossraum ist. Wir müssen nirgends mehr hin hier. Oh Gott. Ah, du... Nein. Little Chat könnte doch noch sehr hilfreich werden. Bad Trip, sicher nicht. Wieso habe ich es jetzt dabei? Sehr schlau. So, ich hoffe, hier geht's zum Boss. Ja, hier geht's zum Boss. Ein Traum wird wahr. Nein. Oh, ja. Ja, schon. Okay.
Einmal das, einmal das. Und das war Death. Mit dem Ball of Bandages. Wir haben ein bisschen Defense, unfassbar. Okay, go, go. Es ist schwer, es ist anstrengend, aber, ne? Wir, okay, Room. Okay. Das wird jetzt anstrengend. Schade. Nein, nein. Ja, okay. Dauert jetzt ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich hätte gerne sehr viele Herzen, mein lieber Freund. Sehr viele Herzen, damit wir oben rechts hier an der Blood Donation Machine spielen können. Nicht um Münzen zu kriegen, sondern um das mögliche HP ab da oben zu kriegen. Das wäre nämlich sehr hilfreich jetzt. Okay, wir spielen hier gleichzeitig noch für mögliche Pretty Flies hier ganz kurz. Okay, wir kriegen hier auch hier schöne Herzen. Oh, ein Soul Heart. Das ist mir sehr lieb, tatsächlich. Wir spielen mal hier ganz kurz ein bisschen, bis die Maschine hier hops geht. Ich meine, wir haben ja noch... Vielleicht kommt auch ein Dollar raus, ich meine... Und hier sind die Fliegen wenigstens nicht böse. Lalalala. Na komm schon. Nicht unbedingt mehr Geld, mehr Herzen. Komm schon. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt volle Pretty Flies, das ist gut. Hier geht es ein bisschen schneller als bei den Kollegen hier unten, okay. Jetzt ganz kurz den ganzen Shit aufsammeln, den wir hier gekriegt haben. So. Eins. Zwei. Und jetzt hier weiter im Text. Okay, nehme ich auch. Schade, aber nochmal zurückkommen für dich werde ich nicht. So. Das war knapp. Toll. Das war richtig klug. Gott! Sorry, aber das war notwendig. Okay. Okay. Lemon Party.
Die Frage aller Fragen. Wo ist der Bossraum? Okay, gut. Der Red Patch. Wir bleiben beim Nussgoblin, denke ich. Hier ist der Boss. Hier ist auch noch der Super Secret Room und daneben der normale Secret Room. Das ist okay. Wow! Transcendence. We all float down here. Jetzt haben wir keinen Körper mehr. Auch okay. Oh nein! Nein! Ich hab. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Das war nicht meine Absicht. Toll. Das war natürlich nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich nur den hier machen. Oh Mann! Jetzt komm wieder hier runter. Ah, so ein Kack! Nein! Oh Mann. Das war so dumm gerade. Es tut mir so leid. Das war richtig dämlich. Wenigstens tut's gut zu wissen, dass wir den Fallen mit. Oh Gott, was Gott. Oh, ihr wart was ganz komisches, ja! Holy, ich vergaß. Oh, okay. Wir waren schon lange nicht mehr hier unten. Zugegeben. Herzen. Nein, 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 nein. Das kann nicht wahr sein. Ja, Freunde, tut mir leid. Das war's für heute. Wir werden das Ganze in der Woche nochmal probieren. Und dann hoffentlich besser als jetzt. Wir waren schon so weit und dann... Ein falscher Tastendruck und ich war komplett aus dem Konzept. Und dann passiert halt sowas. Money! Ich danke trotzdem vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich am Mittwoch wieder zum Greedy Wednesday. Morgen hoffentlich zu Minecraft Story Mode. Und ansonsten... Am Wochenende wieder zu den normalen Runs. Ich bedanke mich fürs Zuschauen nochmal und wir sehen uns dann hoffentlich, wie gesagt, bald wieder. Ich wünsche euch was, euer Matze. Ciao!